Der Tag startet für die 26 Kinder am Jugendgästehaus Schloss Nöhr mit einem Warm-up-Programm. Beim Tanztraining mit Coach und Musicaldarstellerin Isabel üben die Kinder immer wieder die Choreografie für ihre Bühnenshow. Jeder Schritt muss sitzen und jede Bewegung soll zum Tempo der anderen passen. Jule aus Hamburg und Annabelle aus Großhansdorf verbringen hier eine Woche ihrer Ferien. Ich mag es einfach, mich zu bewegen, und ich finde es einfach toll, dass man was zeigen kann, damit andere Leute auch Spaß daran haben und man selber aber auch Spaß hat. Ja, man lernt hier sehr viel, sozusagen, dass man mehr Ausstrahlung hat, dass man nicht so von der Bühne sozusagen sich überhaupt nichts traut und nur so angewurzelt da steht, sondern sich auch richtig frei bewegt und so. Aus Tanz, Gesang und Schauspiel soll eine große Bühnenshow entstehen, die die Kinder am Ende der Ferienwoche ihren Eltern vorführen. Einstudiert wird das einstündige Musical Wicked, die Hexen von Nöhr. Es geht um die Magie zwischen Gut und Böse und um Freundschaft. Mit mir swish und blick. Nichts mit den Hüften so. Swish und blick. Okay, mach mal vor. Swish and blick. Nein, Schätze. Das Thema für das Musical haben die Profis vorgegeben, das genaue Drehbuch haben die Kinder aber selber geschrieben. Jeder durfte seine Ideen für die Szenen mit einbringen. Manche Kinder sind super schüchtern, wenn sie ankommen, und dann kommen da Ideen. Und gerade im Schauspiel, auf einmal fallen denen Sachen ein, wo ich mir denke, ja natürlich, das ist super witzig, da wäre ich niemals drauf gekommen, aber den Kindern fällt sowas ein. Also die kommen dann auf die Probe, haben eine Idee und sagen, ja, ich will das machen, und dann fangen sie an zu spielen und ich liege dann in der Ecke vor Lachen, wirklich. Es ist sehr, sehr witzig. Beim Musical Camp darf jedes Kind zwischen 9 und 17 Jahren mitmachen, ob musikalisch oder weniger künstlerisch begabt. Grauen, nacktes abgrundtiefes Grauen, deine Kluft entschauen. Ich tanze, seitdem ich 3 bin, deshalb bin ich sehr interessiert an Tanzen. Aber ich finde auch die Kombination von Tanz, Gesang und Schauspiel einfach schön. Ich habe schon bemerkt, ich bin viel offener geworden, weil davor war ich auch, würde ich nicht so viel reden. Auf jeden Fall Schauspielern. Ist einfach schon immer so mein Ziel und ich mache da irgendwie auch immer was. Ich nehme Castings, nicht nur in Deutschland sogar. Ich hatte jetzt auch Casting außerhalb von Deutschland und ich liebe das einfach, vor der Kamera was zu machen. Gerade nach der Langeweile im Lockdown blühen die Kinder richtig auf, sagen die Coaches. Sie merken, dass vielen das Zusammensein mit Gleichaltrigen gefehlt hat. Den Tagesablauf planen hier alle gemeinsam. Handyempfang gibt es nicht. Über einen Grillabend wie heute zum Beispiel, über einen Strandbesuch bis hin zum Lagerfeuer und Filmabend hatten wir gestern Abend, da haben wir uns nämlich den Film passend zum Musical angeschaut. Ja, da haben wir alles im Gepäck dabei und versuchen natürlich auch immer alle mit dazu zu nehmen, damit wir als Gruppe auch zusammen wachsen, weil am Ende müssen wir ja natürlich auch als Gruppe hier vorm Schloss bei der Aufführung funktionieren. Die Kinder lernen ihre Stärken und Schwächen kennen und werden von Tag zu Tag selbstbewusster. Am Ende der Woche sind Jule und Annabelle nicht nur stolz auf ihre Bühnenerfahrung, sondern auch darauf, viele neue Freunde gefunden zu haben.